Wir feiern diesen Online-Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus dem Tod erwächst das Leben. Im Ende keimt ein neuer Anfang. Das Vergangene birgt die Zukunft in sich. Die Natur zeigt es uns auf vielfältige Weise Jahr um Jahr. Das Korn, das in die Erde fällt und stirbt, das Grün, das durch den Boden bricht, der Halm, der neue Ähren trägt. Das Vergehen und Werden in der Natur wird zum Gleichnis für den Tod Jesu, wird zur Verheißung eines neuen Lebens. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Liebe Gemeinde, heute ist alles anders hier in der Fürfelder Kirche. Nur 3 Personen sind hier: Andreas Mayer, unser Organist, und Daniel Binder, der diesen Gottesdienst technisch möglich macht. Beiden danke ich sehr herzlich für ihre Mitwirkung und Unterstützung. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. In der vergangenen Woche haben wir die Wahrheit dieses Sprichworts täglich mehrmals neu erleben müssen. So ist auch diese Form des Gottesdienstes, die wir in den kommenden Wochen in unserer Fürfelder Kirchengemeinde anbieten wollen, eine solche besondere Maßnahme. Jedoch eine, für die wir momentan keine Alternative haben. So lade ich Sie herzlich ein, diesen Gottesdienst an Ihren Computern, Tablets oder Handys aktiv mitzufeiern. Gerne können Sie Ihr evangelisches Gesangbuch dabei aufschlagen und die Texte und Lieder mitlesen und mitsingen. Alle Texte werden zusätzlich an der entsprechenden Stelle auf Ihrem Bildschirm eingeblendet. Gemeinsam lesen wir den Psalm 84 im Gesangbuch unter der Nummer 734. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Beten weiter. Guter Gott, die Corona-Krise macht uns Angst.
Solch eine Situation hatten wir noch nie. Auf der ganzen Welt werden Menschen deswegen krank. Und noch viel mehr bleiben zu Hause oder auf Abstand zueinander, um sich nicht anzustecken mit dem neuen Virus. Wir bitten dich, steh uns bei in dieser Situation. Sei bei den Kranken und den Risikopatienten und bei allen, die sich um sie kümmern. Hilf uns, gelassen zu bleiben. Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die wir jetzt besonders schützen müssen. Guter Gott, lass diese Corona-Krise bald vorübergehen und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht. Amen. In der Stille beten wir weiter miteinander und füreinander. Andreas Mayer wird uns nun das Lied »Korn, das in die Erde fällt« spielen. Ich lade Sie ein, mitzusingen. Sie finden das Lied im Gesangbuch unter der Nummer 98. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag trägt einen Namen, der gar nicht zu diesen schwierigen Tagen passen will. Letare, zu Deutsch, freut euch. Viele sind es nicht, die momentan Grund zur Freude haben. Gestern erst wurden die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus auch in Baden-Württemberg drastisch verschärft. In dir ist Freude. In allem Leide, so werden wir nachher gemeinsam singen. Was kann uns in dieser gegenwärtigen Situation Freude geben? Das Predigtwort für den heutigen Sonntag redet davon. Es steht im 66. Kapitel des Propheten Jesaja, die Verse 10 bis 14. Ich lese aus der Übersetzung der Guten Nachricht. Freut euch mit Jerusalem, jubelt über ihr Glück, ihr alle, die ihr sie liebt und denen ihr Leid zu Herzen geht. Sie wird euch teilgeben an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Ihr werdet an ihrer Mutterbrust saugen und mit Glück gesättigt werden. Ich, der Herr, verspreche, ich schenke der Zionstadt Frieden und Wohlstand. Der Reichtum der Völker wird ihr zufließen wie ein nie versiegender Strom.
Ihr werdet an ihren Brüsten saugen, ihr werdet euch fühlen wie Kinder, die auf dem Arm getragen und auf den Knien gewiegt werden. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das Glück Jerusalems wird euch glücklich machen. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das frische Grün sprost. Ja, der Herr zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm treu sind. Aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Amen. Liebe Gemeinde, Jesajas Worte sprechen mir zu, was ich gerade brauche. Denn Trost haben wir alle im Augenblick nötig. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verändern unser aller Leben. Sie fordern Abstand voneinander, wo wir alle doch Nähe zu anderen brauchen, wie die Luft zum Atmen. Sie machen derzeit in unserer Kirche vieles unmöglich. Gottesdienste können wir nicht mehr zusammen feiern, auch nicht in der Karwoche oder zu Ostern. Unsere Seniorinnen und Senioren vermissen ihren monatlichen Seniorenkreis. Die Kinder der Kinderkirche und unsere Konfirmanden sitzen zu Hause und werden auf Fernsehprogramme und Internetübertragungen von Kindergottesdiensten oder eine Handy-App für den Konfirmandenunterricht hingewiesen. Unsere Kirchengemeinderäte können sich auf unbestimmte Zeit nicht mehr persönlich treffen und sind ebenfalls auf Videokonferenzen angewiesen. All das ist richtig und wichtig. Denn das Virus bringt wirkliches Leid mit sich. Rund 20.000 Infizierte gibt es Stand heute in Deutschland. Bald 4.000 in Baden-Württemberg. Fast 70 Menschen sind am Virus bisher gestorben. Wir könnten die Liste der schwerwiegenden Folgen dieser Krise beliebig verlängern. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Pflegende, Trauernde, Kinder und Jugendliche. Dazu kommen die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Krise. Und inmitten all dessen hören wir die Botschaft: Freut euch mit Jerusalem, jubelt über ihr Glück, ihr alle, die ihr sie liebt und denen ihr Leid zu Herzen geht. Das sind Worte aus einer Zeit nach einer überstandenen Krise. Nicht Vertröstung ist das, was Jesaja da anzusagen hat. Im Gegenteil, es ist Gottes Zusage, dass das Leid ein Ende haben wird. Ich, der Herr, verspreche, ich schenke Jerusalem Frieden und Wohlstand. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das Bild von der tröstenden Mutter ist ein starkes Bild. Es ist ein wunderschönes Gottesbild, denn darin unterscheidet sich unser Gott von allen anderen Heilsversprechern dieser Welt. Er nimmt unser Leid wahr, in der Geschichte und bis heute. Er wischt es nicht weg. Mitten in der Passionszeit 2020 und in einer Zeit voller Leiden durch die Corona-Krise in dieser Welt lautet sein Trost für uns: Auch im Leiden seid ihr niemals allein. Neues Leben wird es geben, auch da, wo jetzt alles tot scheint. Fülle wird werden, wo gegenwärtig Mangel herrscht. Freude wird sich Bahn brechen, wo noch Trauer herrscht. Wir begehen als Christinnen und Christen die Passionszeit, nicht weil wir das Leiden so lieben. Wir erinnern uns an den Weg Jesu ans Kreuz und durch den Tod, damit wir das Leid und den Tod in dieser Welt nicht vergessen. Wer sich getragen weiß von Gottes Mitgefühl, der will diese Liebe und diesen Trost auch weitergeben. Wir vertrösten die Leidenden nicht. Wir nehmen ihr Leid jetzt und hier wahr und ernst. Das ist der erste Schritt zum echten Trost. Zuhören, wahrnehmen,
den anderen annehmen in seiner Not. Deshalb ist es für Christen selbstverständlich, die jetzt gebotenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus aktiv zu unterstützen und gleichzeitig neue und kreative Wege zu finden, auf Abstand Gemeinschaft zu pflegen. Vielfältige Formen des Miteinanders entstehen gegenwärtig, die bisher nur wenige regelmäßig genutzt haben. Manche davon sind nicht allen zugänglich. Doch in Rundfunk und Fernsehen ist Gottes Wort auch für unsere älteren Gemeindeglieder hörbar. Dass die Glocken unserer Kirchen morgens, mittags und abends zum gemeinsamen Gebet zu Hause einladen, das rückt in dieser Zeit ebenfalls wieder stärker ins Bewusstsein. Am kommenden Sonntag war in Kirchhausen, einem Stadtteil von Heilbronn, der nächste mittendrin Gottesdienst geplant. Thema sollte nächste Woche sein: Da kommt noch was. Als Christen wissen wir, dass der Weg Jesu ins Leiden nicht das Ende war. Wir vertrauen darauf, dass Ostern kommt und das neue Leben, das nur Gott schenken kann, auf uns alle wartet. Niemand weiß, liebe Gemeinde, wann die Krise überstanden und ein sogenannter Alltag wieder möglich sein wird. Doch diese Zeit wird kommen. Wir feiern wieder miteinander Gottesdienste in unseren Kirchen und wir loben Gott wieder gemeinsam. Wir können wieder einander anfassen, umarmen und miteinander lachen, Brot und Kelch teilen. Nicht wenige von uns vermuten, dass wir all das mit einem neuen Bewusstsein und in nie gekannter Achtsamkeit tun werden. Liebe Gemeinde, nur wer selbst getröstet ist, kann trösten. Deshalb feiern wir mitten in der Passionszeit das kleine Ostern, den Sonntag Letare. Immer wieder brauchen wir bei allem Tun Ermutigung durch unseren Gott. Neue Energie aus der Freude an Gottes Liebe. Deshalb feiern wir mitten im Leid Letare. Der Beginn unseres Predigttextes gibt diesem Sonntag seinen Namen. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Christoph Zehentner hat die Gedanken unseres Predigttextes in einem Lied zusammengefasst, das Sie auf YouTube finden. Auch wenn es manchmal fast so scheint, wenn unsere Kräfte nicht mehr reichen und mancher zu versagen meint, wir sind nicht trostlos unterwegs. Wir sind nicht Mutterseelen allein. Gott hat sich lang schon festgelegt. Er will an unserer Seite sein. Gott will uns trösten, wie eine Mutter tröstet. Trösten in schwerer Zeit. Er will uns gut tun und Liebe schenken, Wärme und Geborgenheit. Trösten in schwerer Zeit. In diesem Sinne, liebe Gemeinde, bleiben Sie behütet. Amen.
Wir bringen die Fürbitten vor Gott. Herr Jesus Christus, in dieser Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir mit unseren Gedanken und Ängsten, unseren Sorgen und Fragen und bitten dich. Für alle, die verunsichert sind und Angst haben, dass sie besonnen und nüchtern das Notwendige tun und niemanden gefährden. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern, dass sie selbst gesund bleiben und nicht den Mut verlieren. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land, dass sie mit Augenmaß und Verantwortung weiterhin mutige Entscheidungen zum Wohl aller Menschen treffen. Für alle, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen und für die, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen, dass sie Wege durch die Krise finden und in der Notlage nötige Hilfe bekommen. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden, dass sie nicht von anderen beschuldigt und an den Pranger gestellt werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren, stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Fürsorge. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen, sondern zusammenrücken. Stärke in allen die Fantasie, Wege zu finden, miteinander in Kontakt zu bleiben und uns gegenseitig zu ermutigen und zu unterstützen. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, unser Gemeindeleben zu gestalten und Gottesdienst miteinander zu feiern, so lass uns im Gebet mit dir und durch dich untereinander verbunden sein. Auf manches müssen wir nun verzichten. Wir erleben, dass unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrochen werden. Herr, unser Gott, darum bitten wir dich. Schenk uns besonders in dieser Passionszeit die Gnade, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern. Wir wollen die Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen. Dieses Virus erinnert uns daran, dass wir alle in einer großen Gemeinschaft verbunden sind und dass unsere Grenzen uns nicht trennen, sondern in unserem Erleben verbinden. So macht auch deine Gnade nicht Halt vor unseren Grenzen, sondern sie gilt allen Menschen jeden Morgen neu. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir das Gebet unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, auch in diesem Online-Gottesdienst soll es Hinweise geben, die Sie über das Wichtigste informieren. Aus dem Wort des Landesbischofs Frank Ottfried Juli möchte ich Ihnen einige Sätze vorlesen. Unser Bischof schreibt: Als Christinnen und Christen wissen wir in diesen Tagen, dass wir auf Gottes Geleit vertrauen können. Wir wissen um die Hoffnung, die für uns in wenigen Wochen an Ostern wieder in besonderer Weise erfahrbar wird. Wir wissen um die Begrenztheit von uns Menschen, aber auch um die großen Gottesgaben, um Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wir bedienen uns des Verstandes, der uns lehrt, in diesen Tagen Verantwortung zu übernehmen. Herz, Verstand und Abstand. Und zugleich Nähe des Zuspruchs der Gnade und der Verlässlichkeit Gottes. Ich grüße Sie herzlich mit einem Vers aus unserem evangelischen Gesangbuch. Führe mich, o Herr, und leite
meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahret sein. Gott behüte Sie, Ihr Landesbischof Dr. H.C. Frank Ottfried Juli. Und nun ein paar aktuelle Hinweise für Sie in unserer Kirchengemeinde. Alle Pfarrämter in Württemberg sind auf Weisung des Oberkirchenrats ab sofort geschlossen. Hier in Fürfeld sind wir über Telefon und E-Mail durchgehend erreichbar. Telefon 07066 8125 und E-Mail pfarramt.fürfeld@elkw.de. Der Oberkirchenrat hat auch entschieden, dass alle Gemeindehäuser und Gemeindezentren geschlossen werden müssen. Dies gilt zunächst bis 19. April. Der Zeitraum wird verlängert, wenn die Schulen und Kitas über diesen Termin hinaus geschlossen bleiben sollten. Gottesdienste sind behördlich untersagt. Zu den abzusagenden Gottesdiensten gehören auch alle Kasualgottesdienste, also Taufen und Trauungen. Stand heute ist davon auszugehen, dass Zusammenkünfte in Kirchen bis zum 15. Juni 2020 durch die Corona-Verordnung des Landes verboten sind. Auch in der Karwoche und an Ostern wird das Evangelium nicht im Predigtgottesdienst der Gemeinde verkündet, sondern in anderer Form, etwa in Hörfunk und Fernsehen oder im Internet. Wir werden natürlich unser Möglichstes tun, diesen Online-Gottesdienst regelmäßig und besonders in der Karwoche und zu Ostern anzubieten. Die Konfirmationstage im April und Mai wurden aufgehoben. Die Konfirmation in Fürfeld wurde vom 3. Mai auf den 13. September 2020 verlegt. Nach jetzigem Kenntnisstand sind Beerdigungen unter freiem Himmel zulässig, wenn sie im allerengsten Familienkreis abgehalten werden. Es dürfen dabei jedoch nicht mehr als 15 Personen anwesend sein. Bitte beachten Sie dies bei der Planung von Trauerfeiern. Gruppen und Kreise sowie alle Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde sind bis auf Weiteres abgesagt. Seelsorgerliche Hausbesuche erfolgen nur auf entsprechende Bitte von Kranken und Geschwächten und nach Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. In jedem Fall gilt, dass alle Seelsorgenden auf sich und auf die Kranken und Geschwächten achten sollen und sich bei eigenen Anzeichen von Krankheit zurückziehen. Alle diese Informationen und alle weiteren Hinweise zur aktuellen Lage finden Sie immer auf unserer Homepage www.kirche-fürfeld.de. Als Segenstrophe singen wir nun vom Lied 258, Zieht in Frieden eure Pfade. Gott begleite Sie in diesen Tagen ganz besonders mit seinem Segen, den ich Ihnen jetzt zuspreche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
beenden diesen Gottesdienst mit einem Orgelnachspiel von Andreas Mayer.